Das ist aber sozusagen das Endprodukt von einer Kaltakquise-Kampagne. Und hier habe ich ganz viele Stufen. Ja? Das ist wichtig zu verstehen, denn es gibt nicht nur kalter Kontakt, das heißt noch nie ein Kontakt da gewesen, und Besuchstermin, sondern es gibt ganz viele Zwischenstufen darunter. Ich habe hier zum Beispiel, wenn wir mal hier sagen, das ist die Stufe, das ist Stufe A, B, C, D, F, ja, A, B, C, D, E, F, okay, E. Die größte Herausforderung in der B2B-Lead-Generierung. Ja, hallo, grüße euch. Herzlich willkommen zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Thomas Klein, Spezialist in der Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Ja, sehr spezialisiert und auch entsprechend sehr erfolgreich. Und heute möchte ich mal in diesem Video ganz kurz illustrieren in 10 bis 15 Minuten, was so die größte Herausforderung, auch die größte Verständnisfrage ist in der Lead-Generierung B2B. Denn ich möchte hier mal kurz den Prozess, ja, also viele kennen ja den Verkaufsprozess von Neukundenakquise bis hin zum Abschluss und dann Customer Lifetime Value, das heißt Kundenpflege, Bestandskundenpflege, Kundenzufriedenheit optimieren, erhöhen, sodass wir möglichst viel Umsatz generieren mit dem einst erzeugten Kunden. Wir kennen ja die Regel, ja, es ist dreimal einfacher mit einem Bestandskunden Geschäft zu machen, als wie mit einem Neukunden oder einem ehemaligen Kunden. Und hier aber einfach mal kurz zum Verständnis den ersten Teil. Also wie erzeuge ich denn, das ist das, was wir, wo wir uns drauf spezialisiert haben, einen Neukunden from scratch, wollte ich schon sagen, von Grund auf. Ja? Also quasi grüne Wiese, noch nie in Kontakt da gewesen. Und das ist nämlich letztendlich nochmal ein Funnel in sich. Ja? Das ist die sogenannte Pipeline, Nurturing. Und zum Grundverständnis mal Folgendes. Also wir haben hier ja die Pipeline. Ja? Das heißt, das ist letztendlich auch nichts anderes wie ein Funnel, wie auch im Online-Marketing oder in jedem anderen Online-Marketing oder Vertriebsprozess. Ja? Das heißt, wir haben hier ganz viele Kontakte, ja? Mit denen haben wir noch null Geschäftsbeziehungen. Ja? Das sind sogenannte Kaltakontakte. Ja? Und deswegen ist es auch Deswegen ist es auch Kaltakquise. Ja, jetzt wollte ich Kaltakquise schreiben. Aber Kaltkontakte sind hier. Ja, und deswegen müssen wir sehen, dass viele da draußen dann hier unten, das ist unser Ziel, das ist ein Besuchstermin. Das ist aber sozusagen das Endprodukt von einer Kaltakquise-Kampagne. Und hier habe ich ganz viele Stufen. Ja? Das ist wichtig zu verstehen, denn es gibt nicht nur kalter Kontakt, das heißt noch nie ein Kontakt da gewesen, und Besuchstermin, sondern es gibt ganz viele Zwischenstufen darunter. Ich habe hier zum Beispiel einen Kontakt, bei dem habe ich die Durchwahl erhalten. Bei dem habe ich die E-Mail erhalten. Ja. Bei dem habe ich die Information erhalten, dass er im Urlaub ist. Ja. Sozusagen. Das ist sozusagen hier, wenn wir mal hier sagen, das ist die Stufe, das ist Stufe A, B, C, D, F. Ja. A, B, C, D, E, F. Okay, E. Dann sind wir hier auf Stufe E. Ja? Das ist ein Kontakt, der ist schon wieder wesentlich mehr wert wie hier. Wenn wir draußen mal im Markt schauen, ja, was kostet mich ein Kontakt ohne Durchwahl
ohne E-Mail, da kostet mich vielleicht 1 Euro, ja, im Markt, wenn ich mir Adressen kaufe. Ein Kontakt mit Durchwahl und mit E-Mail, da kostet mich vielleicht das Dreifache. Also, das ist schon der beste Beweis dafür, dass das nochmal eine weitere Stufe ist, als wie das hier. Ja. Das heißt, dann hier haben wir vielleicht schon sowas wie eine Ist-Situation. Ja. Eine Ist-Situation ist, ja, ich weiß, was hat der für ein System, was benutzt er derzeit für eine Software, was benutzt er derzeit für eine Hardware zum Beispiel, ja. Das ist auch noch relativ einfach herauszufinden. Wenn es zum Beispiel Websoftwaren sind, dann kann man das sogar über Recherche herausfinden. Ich muss nicht mal mit jemandem gesprochen haben, ja, über diverse Tools und Systeme, wo die zum Beispiel das Internet scannen, ja, verwenden wir auch, ganz legal. Und dann hier, das ist hier, dann der nächste Schritt ist zum Beispiel eine konkrete Bedarfsanalyse, ja. Das heißt, hier kenne ich zwar seine Ist-Situation, hier weiß ich aber noch nicht, was an der Ist-Situation sozusagen dem potenziellen Neukunden nicht passt.